Ja, aber lass mal einen brennen hier. Sehr gut. Boah, ich bin kein Licht gewohnt, ey. Ey, du hast jetzt auch ein Mikro, wir können miteinander reden, richtig? Ja, ich hoffe, man hört mich gut, cool. Aber ich denke mal schon. Ich glaube, erstmal hallo zusammen. Willkommen zu einem neuen Video der Speed Engineering GmbH. Hast du gerade da hinten hingefilmt, aus Versehen? Nein. Ich war fokussiert auf dich. Sah gerade so aus. Willkommen zu einem neuen Video der Speed Engineering GmbH. Noch kurz stehen bleiben? Ja, ist ein bisschen... In diesem Video geht es um ein Thema, welches wir relativ lange geheim gehalten haben, tatsächlich aus folgendem Grund. Es ist ein Thema, welches viel Zeit in Anspruch nimmt, ein wirklich großes, umfangreiches Projekt. Und wir wollten an einem bestimmten Punkt sein, wo wir wirklich schon starten, denn sonst ist das Gap zwischen wir teasern es an und es passiert wirklich etwas viel zu groß, sodass es in Vergessenheit gerät. Und das ist auch ein ganz typisches Video, wo ich bestimmt ganz viele Punkte vergesse zu erwähnen, weil es so umfangreich ist. Ihr werdet gleich sofort sehen, worum es geht. Wir holen einmal den Schlüssel und Entschuldigung, dass ich nebenbei trinke. Ich habe vergessen zu trinken den ganzen Tag. Ich glaube, ich muss mich bei dem Kameramann Daniel ein bisschen entschuldigen, weil hinter der Kamera ist jetzt Flo. Hallo. Hallo. Weil ich jedes Mal sage, sprich doch mal. Aber ich glaube, es fällt euch ein bisschen schwer, euch zu fokussieren, gleichzeitig zuzuhören und auch noch gezielt Fragen zu stellen, oder? Es geht. Es kommt immer darauf an, welches Auto es auch geht. Zum Beispiel bei dem Porsche, da hat Martin auch gefragt, ob ich nicht irgendwelche Fragen habe. Aber da stehst du halt davor und denkst, wo fängst du an? Vor einem komplett zerrupften GT2. Ja. Frag mir jetzt mal, was sinnvoll ist. Okay, ich hole einmal kurz den Schlüssel und dann fahren wir das Biest hier raus. Und dann gibt es eine wirklich coole Story dazu. Sekunde. Fahr erstmal deine Schablader weg. Ja los, willst du ihn wegfahren? Ich filme dich. Fahr du doch weg. Nee, fahr du, ich filme dich. Warte hier. Läuft das? Ja, ja. Ah. Ich dachte schon, die Kamera fliegt hin. Guck mal, das ist unser Motto, Flo. Kannst du das überhaupt? Warte mal. Warte mal mit dir, los hier. Das Ding ist schon an, wo ist der Rückwärtsgang? Mach mal Wheelie. Ah, hier. Nee, das ist Parkbremse. Das sind übrigens Kartons für eure Diffusorier. Die Lupe ist, die habe ich nicht gefunden. So, komm jetzt. Ja, okay, komm, wir müssen weiterarbeiten. Boah! Ey, du rollst zurück! Hä? Was machst du denn, ey? Nanu! Hier. Kacke, ey. Cooler Sitz. Ja, das ist alles super. Recaro Plastic Box Position. Okay, und jetzt, spätestens jetzt, denken sich alle so, was zur Hölle? Gut. Darf ich vorstellen, unser neues Projekt. Und jetzt halte ich fest, wir haben zwei davon. Ein weiteres Auto steht in Bielefeld. Was haben wir damit vor? Großes! Wie fange ich an? Manche von euch kennen diesen Kanal, wirklich die ganz alten Videos. Und diejenigen, die das gesehen haben, da gibt es noch so eine alte Playlist, die heißt Racing. Da wird quasi gezeigt, wie wir unsere ersten Anfänge im Rennsport hatten, im 318 Ti Cup, in dieser Shitbox, ein 318 Kompakt. Ich glaube, es gibt kein hässlicheres Auto auf dieser Welt und damit sind wir Rennen gefahren. Das war so, da war ich noch fest angestellt, der Dennis auch, und da haben Dennis und ich das erste Mal zusammengearbeitet, also Danger Dennis. Und er war dann der Rennmechaniker, Malte und ich, wir waren Fahrer, und dann haben wir mit all unserem Geld alles zusammengekratzt und haben quasi dieses kleine Rennteam gegründet und sind Rennen gefahren. Bis wir an den Punkt gekommen sind, wo mir das Geld ausgegangen ist.
Das heißt, ich konnte nicht mehr aktiv fahren nach nur einem Rennen. War gut kalkuliert. Dann konnte ich nicht mehr fahren. Und dann waren wir angewiesen auf Paydriver. Dann hatten wir eine Paydriverin, die quasi ihren Fahrerplatz bezahlt hat, damit unser Auto weiter eben läuft. Und dann bin ich mit eingesprungen und Dennis und ich, wir waren beide Rennmechaniker. Dann kam die Speed Engineering GmbH. Dann haben Dennis und ich unsere Jobs gekündigt und wir haben die Speed Engineering GmbH gegründet. Und das war's mit dem Thema Rennsport. Und wie ihr alle wisst, oder wie einige, nein, nicht alle, es sind ja viele neue dazugekommen, aber einige wissen, dass wir Jochen hatten. Jochen war ein BMW 114i und diesen BMW 114i, tut mir leid, dass ich so weit ausholen muss, aber es ist jetzt gerade wichtig, um die Geschichte, um dieses Fahrzeug, um diese Fahrzeuge zu verstehen. Der 114i hat uns gezeigt, dass dieses Fahrzeug ein unheimliches Potenzial hat. Das Auto wurde als Track-Tool aufgebaut und wird gerade zu einem Elektrofahrzeug umgebaut. Anderes Thema, separate Videos. Jedenfalls haben wir gesehen, ungeheures Potenzial. Das Auto kann wirklich sehr, sehr, sehr gut auf der Strecke performen. Und jeder, der damit gefahren ist, war wirklich erstaunt und hatte erstaunlich viel Spaß damit. Also, dann kommt noch eine Komponente hinzu. André, unser Konstrukteur, hat bei der Speed Engineering angefangen, macht einen Top-Job und war dann so infiziert, dass er gesagt hat, irgendwie habe ich auch Bock. Und dann wollte er sich so eine alte E46 Rostmöhre kaufen. Also wirklich ein richtiger Rostmisthaufen. Und da habe ich gesagt, André, bitte mach das nicht, weil aus meiner Erfahrung, du steckst ungeheuer viel Zeit und Geld in die Restauration, damit du eine vernünftige Basis hast. Und um von dieser Basis dann ein Rennfahrzeug aufzubauen, um Trackdays zu fahren. Ich sage, das ist eine gigantische Zeitspanne und das ist sehr viel Geld. Lass das. Und da haben wir gesagt, lass uns doch einfach ein günstiges Auto kaufen, zu einem Rennauto umbauen und unsere Mitarbeiter können damit fahren. Und dann kam die Idee, warum fahren wir, also ja, das machen wir für unsere Mitarbeiter, die können einfach, wenn wir auf Trackdays sind, damit fahren. Warum fahren wir selber nicht wieder Rennen? Und dann haben wir überlegt, womit? GT4-Klasse, teuer. TCR, nicht ganz so teuer wie GT4, aber die Wartung ist kacke. Also starten wir in der BMW-Challenge oder in der NES 500 Langstreckenrennen. Und mit welchem Fahrzeug? Mit einem 114i tatsächlich. Und zwar, Entschuldigung, ich muss einmal kurz hier auf lautlos stellen. Und zwar, das ist wirklich ein 114i, aber dieses Fahrzeug hat halt von uns getestetes Potenzial, dass wir mit über 200, ich bin das Fahrzeug, zwei Saisons, fast jedes Wochenende auf der Rennstrecke gefahren. Mit 240 PS und der Motor und der Lader sind immer noch gut. Das heißt, wir haben hier eine Basis gekauft, die wirklich günstig ist. Ich glaube, die Basis hat uns 6.000 Euro gekostet. Bauen das Auto nach Reglement auf. Das heißt, das Auto bekommt einen Wagenpass und das Auto kann in jeder Klasse dann mitfahren. Und es wird nach Leistungsgewicht gemessen bei der NRTC, bei der NS 500 und bei der BMW Challenge. Das heißt, wir werden hier am Ende ein Auto haben mit ca. 1,1 Tonnen, über 200 PS, Hinterradantrieb und wir werden das Fahrzeug komplett zu einem Speed-Rennauto umbauen und dann gleich zwei Stück davon. Ich weiß, das ist gerade sehr viel Info. Geht das hier mit dem Licht? Ja, passt schon. Okay. Ich weiß, das ist sehr viel Info, aber bleibt noch kurz dran. Warum haben wir zwei Stück gekauft? Wir möchten, und ich weiß, das ist ein bisschen Träumerei, aber es ist gar nicht so fern der Realität. Wenn wir zwei Autos haben, dann können wir uns in Zukunft ja immer ein bisschen betteln. Das heißt, egal in welcher Klasse wir fahren, wir haben schon mal einen Gegner. Und wenn das Budget ausreicht, dann würden wir noch ein drittes Auto kaufen. Das heißt, wir sind schon mal drei in einer Klasse. Wenn wir Leute dazu bekommen, sich auch so ein, oder ich sag mal so, den Wunsch ein bisschen anregen, günstigen Motorsport zu betreiben, in Anführungszeichen günstig, weil viel günstiger geht es nicht mit einem Auto, was wirklich Spaß macht, mit Hinterradantrieb etc. Und sich noch zwei oder drei Leute so ein Auto bauen, dann hätten wir schon in gewissen Rennklassen in gewissen Rennserien eine eigene Klasse. Weil ab 5 Fahrzeugen in der TC zum Beispiel bekommst du schon eine eigene Klasse. Das heißt, wir haben mit diesen Dingern eine Klasse und als ich jetzt gerade von Träumerei gesprochen habe, haben wir an einen eigenen Cup gedacht. Das langfristige Ziel ist ein Speed Cup mit solchen bezahlbaren Autos. Ich weiß, das ist gerade schwierig, sich das vorzustellen, weil das ist hier wirklich ein absoluter Misthaufen, der vor uns steht. Ist wirklich hässlich, ich weiß. Aber wir wissen schon, wie das Auto aussieht. Ich kann dir mal ein bisschen im
versuch mal mit in meine Traumwelt zu kommen und versuch dir mal vorzustellen, wie dieses Auto aussehen könnte. Und versuch dir vorzustellen, dass wir in Zukunft so 15 oder 20 dieser Autos haben, die sich betteln und die in diesem Speed Cup fahren und man einfach geilen, bezahlbaren, fairen Motorsport zusammen betreibt. Sei es, dass du dir so ein Auto bei uns mietest, sei es, dass wir das Auto für dich aufbauen, sei es, dass du das Auto aber selber nach unseren Vorgaben aufbaust. Und wir können ja in diesen Cup-Paketpreisen, können wir ja quasi unsere Konditionen weitergeben. Das heißt, es wird alles bezahlbar. An Bord haben wir an Partnern Bilstein, da kommt ein Evo Air Fahrwerk rein. An Bord haben wir Sandler mit Sitzen, mit Gurten, mit allem an Schutzausrüstung, was wir benötigen. Als Partner haben wir noch Endless, CAE, da kommt CAE-Schiff da rein und so weiter. Heigo mit dem Käfig. Aber zurück, wie sieht das Auto in Zukunft aus? Das ist das erste Fahrzeug, welches wir ohne TÜV bauen. Das heißt, wir können ausflippen. Das heißt, stell dir vor, ein fetter Splitter bis nach vorne. Zack. Gigantische Haubenentlüftung, wie bei einem TCR-Fahrzeug. Hier rein, Verkleidung hinter dem Kühler und über den Kühler direkt raus. Verbreiterte Kotflügel, Auslässe hier oben, Auslass hinten. Dann stell dir vor, Rennspiegel mit besserem CW-Wert. Natürlich tiefer, natürlich breiter. Heck, Aufsatz, hier aufgeschnitten, breiter, Entlüftung hinten. Gigantischer Schweller, der den Druckausgleich zwischen über dem Fahrzeug und unter dem Fahrzeug isoliert. Flügel, wobei ist dieser Flügel, das haben wir jetzt für den Kunden getestet, dieser Flügel ist so, wie er hier montiert ist, TÜV-fähig. Den kriegen wir abgenommen. Aber das Rennfahrzeug bekommt einen größeren Flügel. Der bekommt den 1,40 Meter Flügel. Ach, der ist schon echt riesig. Der ist gut, ne? Ja. Und der ist wirklich, so wie du ihn hier siehst, wirst du ihn bei uns im Shop bestellen können und der wird eintragbar sein. So, das Fahrzeug hier bekommt den 1,40 Meter Flügel. Und jetzt kommt das für mich Geilste. Geschlossener Unterboden, Abgasanlage in die Mitte. Und in meiner Traumvorstellung schneiden wir das hier komplett weg. Oder meinetwegen sogar bis hier schneiden wir es weg. Hier, das hier. Das hier schneiden wir weg. Geschlossener Unterboden, integrierter Diffusor bis hier. Und hier hast du das Abgasrohr oder hier drüber sogar. Ja, ich würde sogar drüber setzen, weil du hast ja den Luftstrom von hier und du hast den Luftstrom, der hier zusammentrifft. Und mit dem Abgasstrang durchbrichst du das Ganze so ein bisschen. Das würde ich auch nutzen. Deswegen haben zum Beispiel auch die Lambos und ich glaube auch die R8 GT3 Fahrzeuge, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube schon, weil die Lambos auf jeden Fall haben eben hier ihre Abgasendrohre. Das hier kommt alles weg. Brauchst du nicht für die Rennstrecke. Makrolon rundum. Felgen. Felgen bleiben, ne? Weil Alu-Design. Finde ich gut. Ist ja echt weggegammelt, die Dinger. Design. Genau, Felgen kommen, da haben wir schon ProTrax liegen. Wir haben tatsächlich fast alles da, um dieses Fahrzeug schon komplett fertig zu bauen, bis auf die paar Teile, die wir noch entwickeln müssen. Carbonverkleidung rein, innen drin wird alles auslackiert. Heigo hat für uns extra einen Käfig gebaut. Den Käfig gab es so noch nicht. Das war das erste Entwicklungsfahrzeug, hat Heigo für uns gebaut. Der zweite Käfig ist schon auf dem Weg für das zweite Auto. Das steht in Bielefeld bei der in der Entwicklung. CAE-Shifter kommt rein. Lenkrad haben wir schon da liegen. Das seitliche Schutznetz haben wir schon da liegen. Feuerlöscher, wir haben quasi alles da. Wir müssen das Auto nur noch zusammenbauen. Achsteile. Und das ist auch, warum ich sage, das Auto ist wirklich günstig. Weil du kannst die Querlenker vom M2 vorne nehmen. Querlenker vom M2, Kombination mit Uniball-Lager, hinten Achse runter, Alu-Tonnenlager. Und dann hast du hier wirklich ein super leichtes, hinterradangetriebenes, wirklich günstiges und ich meine im Unterhalt günstiges Fahrzeug. Cup. Cup bedeutet, oder Rennsport bedeutet, du hast einfach mal Kontakt. Die Stoßstange kostet 120 Euro. Das ist super geil. Du kaufst ein Fahrzeug für... Also, in meiner Traumvorstellung, ich habe es noch nicht zu Ende kalkuliert, in meiner Traumvorstellung hast du für 25.000 Euro ein Rennfahrzeug da stehen. Mit dem du auf Trackday Spaß haben kannst, mit dem du GLPs fahren kannst, mit dem du Rennen fahren kannst. Das ist eine krasse Idee, oder?
Schon gut, aber was haben die an Leistung dann? Soll das so bleiben, oder? Nee, der hat ja, nein, der hat, das habe ich gar nicht gesagt, ne? Der hat 103 PS oder so, wird aber, ich weiß noch nicht, wo wir landen. Ich bin meinen damals, gleicher Motor, ich bin meinen damals mit 245 PS gefahren. Wenn wir aber sagen 210, ist das in Ordnung, glaube ich. Nur mit der Software. Aber warum sage ich das? Denn, das hat mir auch damals, hat mir das keiner geglaubt, das ist der Motor vom Mini R56 John Cooper Works. Der Mini wird mit 230 PS ausgeliefert. Und es ist der gleiche Motor. Ich weiß, im Internet heißt es andere Beschichtung und so weiter. Kann alles sein. Ich bin aber zwei Saisons mit 245 PS gefahren und wirklich ohne Pause auf die Fresse. Und es hat alles gehalten. Und deswegen sage ich, kann man mit dem Motor 200 PS im Rennbetrieb fahren. Bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher. Und wenn nicht, dann bedarf es ein paar kleine Modifikationen. Aber dafür sind ja unsere Autos da zum Testen. Dann musst du das halt nicht machen. Genau, also das Leistungsgewicht wird gigantisch. Was sagst du gewichtsmäßig? Wo landen wir da? Grob? Also wir werden nicht über 1,1 Tonnen sein. Das Auto, ich hab's echt vergessen, ne? Aber jetzt gerade ohne Sitze ist das Auto bei unter 1,1 Tonnen. Mit Käfig? Mit Käfig. Okay. 1000 und noch was. Also es ist wirklich, wirklich leicht. Und ich denke, an der Radreifenkombi werden wir ein bisschen was sparen. Bremse wird ein Thema. Wir werden versuchen, ich weiß, das klingt komisch, aber wir werden versuchen, die Serienbremse zu fahren, weil das wäre super günstig. Mit dem Gewicht könnte das vielleicht sogar klappen. Das hat bei den, im 318 T-Cup hat das auch geklappt. Wir nehmen passende Endless-Belege und so weiter, eine Kühlung. Wenn das aber nicht geht, dann müssen wir upgraden auf den Vierkolben-Festsattel vorne und hinten kann es, denke ich, so bleiben. Aber da werden wir ein bisschen rumtesten. Die ist schon recht klein. Die ist klein, ich weiß. Aber es hat im TI Cup auch funktioniert. Und im TI Cup mussten wir Paget nutzen. Und Paget ist richtig abrasiv zur Scheibe und baut eine unnötig hohe Hitze auf. Das kriegen wir mit dem Endless kriegen wir das besser hin. Der Endless hat ein viel besseres Temperaturmanagement für den Belag, sowohl auch zur Scheibe. Und mit einer passenden Endlüftung und Belüftung kann es klappen, weiß ich noch nicht. Slicks werden wir fahren. Und Regenreifen entsprechend, klar. Man kann natürlich ausflippen und sagen, Carbonarmaturenbrett und so weiter und so fort, aber ich würde es erstmal als Budget lassen, als Budgetprojekt. Und dazu kommt, wie gesagt, ich habe bestimmt ganz viele Dinge vergessen, es wird aber echt noch viele Videos zu diesem Projekt geben, wenn ihr es natürlich sehen wollt, ne? Das werde ich in den Kommentaren sehen. Dazu kommt die Pacelabs-App. Wir haben die Möglichkeit dann, wenn diese Fahrzeuge im Einsatz sind, haben wir die Möglichkeit, dass ihr live trackt, wo fährt dieses Fahrzeug, auf welcher Platzierung, wer ist gerade vorne etc. Das heißt, ihr habt quasi eine Art Livestream. Wenn wir wirklich Rennen damit fahren, könnt ihr im Livestream, ihr macht einfach nur die App auf und guckt, guck mal, das Speed 1er Fahrzeug Nummer 3 ist auf dem Platz, das ist auf dem Platz, der hat den gerade überholt, fährt die und die Rundenzeit. Live gelockt quasi mit den Temperaturdaten, mit den Wetterdaten. Ist es gerade ein Regenrennen, ist es gerade trocken? Oder auch, wenn wir im Training sind. Das ist die Idee. Also im Großen und Ganzen wollen wir Motorsport bezahlbar machen. Ist immer ein bisschen schwierig, weil teuer ist es ohnehin. Aber wir wollen es wirklich bezahlbar machen. Denn wir haben auch zum Beispiel ganz viele Kunden, Wir haben viele Kunden, die haben die Endstufe eines Porsche, irgendein RS-Modell. Und dann sagen die, Rennstrecke und so ist gut, viele Raudis und so, das ist doof, dann kaufen die sich sowas als Spielzeug. Das ist aber auch immer noch für die kein Rennfahrzeug. Das heißt, manche sagen dann, ja gut, diese ganze Trackday-Geschichte, die habe ich jetzt durchgespielt. Dann wäre die nächste Stufe wirklich Rennen zu fahren. Mit sowas Rennen zu fahren, ist verdammt teuer. Mit sowas Rennen zu fahren, ist nicht so teuer. Und ich sage dir eins, der Spaßfaktor ist der gleiche. Unter einer Prämisse, wenn wir genug Fahrzeuge zusammenbekommen, dann ist es gleich. Weil niemand, der Kart fährt, und du kennst es auch, bist du schon mal gefahren. Ja, klar. Niemand, der Kart fährt und ein cooles Battle hat, steigt aus und sagt, boah, das war zu langsam. Das stimmt. Das hast du nicht. Das macht einfach Bock. Und wenn du dich auf dem Level mit den Dingern battlest und im Hinterkopf hast bei einer Berührung, naja, das waren jetzt vielleicht 100 Euro oder 120 Euro oder 80 Euro. Wenn du damit eine Berührung hast, bist du halt ganz schnell vierstellig, eher fünfstellig. Das ist die Idee dahinter. Und dann macht es halt Bock. Also das soll jetzt nicht heißen,
dass die Autos, dass man wie im TI Cup sich immer reinfahren muss. Jedes Mal. Das war immer, die waren auch total stolz drauf. Das habe ich nie verstanden. Ehrlich, ich fahre mein erstes Rennen, ich fahre eine Kurve, einer fährt mir rein. Und dann rennen die durchs Fahrerlager mit einer kaputten Tür und finden das voll geil. Ich dachte, Junge, ich weiß, das Auto ist hässlich, ich weiß, keiner mag es, aber ich verstehe nicht, wie man stolz sein kann, wenn man das Ding ständig kaputt fährt und dann in der Boxenkasse dann wieder heile macht. Das soll nicht das Ziel des Ganzen sein. Aber wenn es passiert, ist es halt bezahlbar. So, ich hoffe, ich habe die Idee halbwegs gut angeteasert. Halbwegs verständlich. Es gibt bestimmt ganz viele Fragen und Fragezeichen. Die gibt es bei mir auch. Aber wir geben auf jeden Fall Gas. Und das Ziel ist es, dass 2 Fahrzeuge dieses Jahr komplett rennfertig sind und auch schon getestet wurden. Wie gesagt, es sieht nicht danach aus, aber wir sind schon tatsächlich relativ weit. Wild, ne? Wir stechen echt überall rein, wo wir reinstechen können. Ey. Ich hoffe, das Kartenhaus fällt nicht zusammen irgendwann. Boah, das stinkt ja auch. Stinkt auch, ne? Ja, der Sitz gefällt mir. Der Sitz ist gut. Ja, haben wir neu entwickelt, extra für dich. Ach, Kabelbaum müssen wir austreten, ey. Uiuiui. Das mache ich aber nicht. Ich habe bei Jochen, bei unserem Eins, habe ich den Kabelbaum gestrippt. Danach musste richtig viel gelötet werden wieder. Ist richtig reingeschissen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Ich bin gespannt, ob ihr wirklich, wirklich Bock auf die Idee habt und ob ihr auch euch so sehr dafür begeistern könnt wie wir. Ich weiß, es ist ein bisschen viel Vorstellungskraft dafür nötig, aber vielleicht habt ihr die ja. Danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss.